Kannst du mal gucken, wie ich mein Live genannt habe? Ja, ich komme erstmal in dein Live-Zimmer, da muss ich mit dem anderen Account rein. Warte mal, ich gucke einfach so. Schreib mal was rein. Was geht? Nix bei dir. Schreib mal was rein in den Chat, dann komme ich schnell auf deinen Kanal vielleicht. Nee, nee, so wird das nix. Aquamex Nico, ne? Nico Aquamex? Nico Aquamex, Nico. Lass mir noch mal irgendwann mal hier das Live-Event von Fortnite. Bitte. Ich spiele auf 750 hoch. Warum sind drei Leute da noch? Wow, es geht jetzt ab. Ich bin heute mit dem allerersten Nico. Ah, Mann. Oh, liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr hart. Ich bin doch so blöd. Lost. Na 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 na. Herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Das übliche Kommentatoren-Duo ist live dabei, also Wolf Fuß und Frank Buschmann, und das ist heute natürlich auf jeden Fall ein Spiel, das man nicht verpassen sollte. Belgien gegen Bayern München. Belgien, wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Und doch ist gerade wieder schon mal ganz gut. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Goretzka. Das war mit euch. Wenn wir uns die deutsche Startelf der WM 2014 anschauen, dann kam da. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Ja. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Wird mich kriegt er den Winkel. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Er kam aufs Tor. Thielemans. Finkelmanns. Hazard. Viel mit Auge. Gute Idee, dieser Ball. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Nicht zu schützen. Nichts kennt der geschossen. Was sag ich bei mir? Mod? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, der Eden Hazard. Da ist der Ball weg. Oh, gleich nicht mehr. Schöne Aktion. Guter Steilpass jetzt, Gnabry. Super Lost gehalten von Courtois. Oh, das Lost war natürlich eine tolle Chance. Jetzt der Eckball. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Weißt du, es Belgien? Nee. Mach ich nicht, Mensch. Chill. Hazard. Thielemans.
Ah, jetzt kann ja Moukoko spielen. Mann. Weg ist der Ball. Das BVB Wunderkind nach Mann. Und jetzt Lewandowski. Hazard. Bayern München mit dem Ball gewinnen. Moukoko. Romelu Lukaku. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Romelu die Aktion Lukaku. War zu ungefährlich. Nun Lewandowski. Sauberes Tackling von ihm. Carrasco. Carrasco. Gute Aktion. Corona. Das ist der zweite Sané. Corona-Fall. Sané weiter am Ball. Hat doch was helfen. Sané. Gutes Tackling hier. Oh, schon wieder ein Fehler. Die Belgier bekommen einen Freistoß. Was ist in deinem Kopf? Alderweireld. Carrasco. Yannick Carrasco. Aber GTA, ne? Er lässt seine Gegenspieler. Das macht er gut. Neuer Held war noch im Spiel. Nach wie vor lebt diese Chance. Wer ist in das Spiel sonst gekauft? Den hat er gut erwischt, aber der geht knapp daneben. Wer ist in das Spiel gekauft? Goretzka. Könnte der Ausgleich werden? So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Miranda. Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt ist er durch. Und dann also am Ende ist kein Tor dabei rumgekommen, Buschi. Aber den Konter müssen wir trotzdem mal loben. Ja, der war sensationell gespielt. Bis auf den Abschuss alles richtig gemacht. Die Bayern bekommen den Freistoß. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. In den letzten Minuten dominieren die Gastgeber hier eindeutig, was die Ballbesitzstatistik angeht. Und wenn sie hier angesichts der vielen Chancen auch mal... Ist es das jetzt? Und jetzt Marin. Nee, nix kriegt er. Er holt sich vorne den Ball. Ey. Wie lange braucht der zum Ballern? Viel mit Auge. Eden Hazard. Jetzt hat er den Ball. Vorne jetzt die Balleroberung. Es fehlt so die zündende Idee beim FC Bayern. Noch sind die Münchner zu harmlos vor dem Tor. Kein Pfiff, Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Leon Goretzka. Ja, geht gut dazwischen. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Die Bayern mit dem Ballverlust. Robert Lewandowski. Stark verteidigt. Freistoß Belgien. Sie üben schon früh Druck aus. Nicht gut verteidigt. Jetzt die Flanke. Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Alderweireld holt sich diesen Ball. Wie du. Jetzt ist der Platz da. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Oh, das könnte was werden. Das Tor sorgt hier auch für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Was machst du jetzt? Pause, Alter. Nein, ja, im nächsten Spiel, aber das Spiel noch zu Ende.
Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. 45. Ja, du. Mit dem Rückstand von Bayern München gehen wir jetzt wieder rein ins Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Lewandowski jetzt. Lewandowski flankt. Einfacher Ball für Courtois. Da ist er natürlich da, aber trotzdem gut aufgepasst. Kopfbällen. Kann ich Kopfbällen. Sané. Was für eine Chance. Klasse aufgepasst vom Torwart. Gibt Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Mit Kreis schießt man. Gnabry mit dem Ballverlust. Schießt mit Kreis. Ja. Belgien kommt über außen. Der ist heute wirklich gut drauf. Ein echter Fels in der Verteidigung. Beide wollen natürlich diesen Ball. Ballverlust Bayern München. Der FC Bayern wieder am Ball. Romelu Lukaku. Und auch hier ist er aufmerksam und gewinnt den Zweikampf. Da haben die Bayern Platz. Flagge kommt ganz weit. Aufgepasst von Courtois. Da verhindert er problemlos das Gegentor. Gute Flanke. Gute Flanke. Das Pressing jetzt. Gut. Tielemans. Carrasco. Flanke soll zu Eden Hazard. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ist das der Anschlusstreffer? Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Super Aktion, tolle Technik. Freistoß Belgien. Kurz gespielt. Pass abgefangen von Leon Goretzka. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Nein, da waren sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Und Kevin De Bruyne. De Bruyne! Da hat er sich vielleicht doch etwas zu viel vorgenommen. Die Entfernung war zu groß. Vorne jetzt die Balleroberung. Warum legst du denn so weit vor? Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Die Belgier mit dem Ballverlust. Ich dass man den Chat nicht sieht. Ganz stark das gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Dass man den Chat nicht ganz sieht. Spannende Szene. Das ist noch gefährlich. Er hat die Technik, um so einen auszupacken. Gefährlich! Sie haben immer noch den Ball. Er hat diese Riesenchance nicht nutzen können. Alles offen. Muss der Treffer sein, weiß er selbst. Das war schwach. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Die Bayern mit dem Ballverlust. Mertens setzt sich durch. Da ist Lukaku am langen Pfosten. Nee. Keine echte Gefahr bei diesem Kopfball. Ich weiß nicht, da muss er schon mehr rausmachen. Das ist doch harmlos. Eine gute Leistung heute von ihm. Und jetzt hat er Feierabend. Costa. Jetzt Douglas Costa. Mit dem Weg zum Tor. Auf dem Weg zum Tor. Jetzt ist Costa. Er auf und davon macht er das Tor. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Witze. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen.
Da muss er hin und holt sich den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt nee, vielleicht der Konter. Chat nicht mehr. Und der Block hier von Vertonghen. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Gibt Einwurf. Ja. Jetzt wird es hier Eckball geben. Zum Tor, du musst ihn rausgehen. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Nun Douglas Costa. So, die Bayern drücken nochmal auf den späten Ausgleich. Müller! Was für eine Aktion! So, gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Das wird gefährlich! Das Tor ist komplett frei! Kein Problem hier, das Tor macht er ganz abgeklärt. Ja, ne? Alles offen, da hat er keine große Mühe mehr. Also, den lässt er sich natürlich nicht entgehen. Leicht, dann machen sie es ihm aber auch wirklich leicht und er sagt Dankeschön. Alles wieder offen hier. 2-2. Freistoß Belgien. Der hat doch mal einen Leiter. Ja, klasse Pass. Schade, abseits, wäre wichtig gewesen hier. Oder irgendwas mal reinschreiben können. Und Müller. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Jetzt ist Platz für den Konter. Geh wieder auf da. Das ist jetzt seine Chance. Immer noch gefährlich. Sie machen da das Tor. Ja. Du musst auch X drücken. X drückst dann. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Gutes Pressing jetzt. Schon zack. Da ist die Flanke. 2 Minuten werden nachgespielt. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ganz stark Außen. Gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Sie haben immer noch den Ball. Er geht hier volles Risiko mit seinem Einsatz. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Sie verlieren hier? Ja, ich bin Kapitän. Ich bin Kapitän. Nee, lass als nächstes jemand bitte hier Anstoßmodus spielen. Nee, du hast die Partie verlassen. Warte mal, nicht einladen. Anstoßmodus geht aus.
they be criticizing. She really changed who the f*** she is. Why she got no wedding ring? Even the good ones, they always say, when you gon' give up, live the right way. Like, why you gotta go and do me like that? Why you never ever call me right back? Cause I was born for this and I was sacrificed. You like the kid in the glasses from Lord of the Flies, boo. Lass einfach. Ja, dann müssen wir aber hier diese Kopfsaison wird dann nicht so köpfen. Warte, ich guck mal Anstoßmodus. Ja, zum Beispiel so Kopf geht auf. Komm mal hier bei Dings ran. Komm mal hier bitte bei Dings ran. Bei Anstoß ran. Komm mal bei Anstoß rein. Komm mal bei Anstoß rein. Oder warte, Turniere, geht Turniere irgendwie, dass wir gegeneinander spielen? Doch, muss irgendwie gehen. Spielpokal. Nein, ich will jetzt Ding spielen. Wir spielen jetzt nochmal kurz Ultimate Team. So, Punkt. Gehen wir nochmal. Geht normal halt. Ja, wir haben das Ding. Ikon, ja, ich weiß. Van der Sar. Spielen. Freundschaftsspieler. Doch, das ist ja schon ein. So, Einladung gesendet. Freundschaftsspiel. So, Freundschaft, klassisches Spiel. So, ich sag, einladen. Jetzt. Mach das so rein kann. Ich
Kommst jetzt mal rein. Aber zack, komm rein. Komm mal bitte rein, ich hab was gezogen. Ich kann was ziehen. Komm rein. Alter, wieder mal Battle-Ding, ja. Auf Ronaldo oder sowas, das ist jetzt. Stürmer? Keine Ahnung. Stürmer. Alles klar, aber Richarlison ist 81er und daneben, alles klar. Was soll ich denn hier für Torhüter? Alter, nerv mich jetzt nicht, sonst geh ich nicht auf. Sometimes when I look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When's right?
Du bist ein Pro-Club. Punkt. All I wanted to find is a place that I call paradise. Oh my, I look at the signs and I pray. Just lead me away from here. The walls, they fall away. I fall away. I never want to lose this state of mind. Just mind and I'll never let it go. But tell me at what cost. I'll find a ticket to ride. I'll be waiting for the perfect time. Sometimes when I look in my eyes, I'll be gliding through these hopeless dreams of mine. When's right. Ich bin schon dran, dann muss ich noch reinkommen. Oder mach. Mach da. Halt doch die Fresse damit, der ist nervig. Oh, halt die Fresse damit. Halt, halt doch die Fresse damit. Survival Cup. Weiß ich nicht. Überleben. Weiß ich doch nicht. Alter, wehe, du spielst meinen Charakter, dann wäre ich wütend. Jetzt die Fresse damit. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Beide Teams müssen heute zeigen, dass sie mit dem Survival-Modus umgehen können. Wer trifft, verliert einen Spieler und das maximal viermal. Das wird unheimlich schwer. So viel steht fest. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Survival-Modus. Ich bin ehrlich, das ist schon einer meiner Lieblingsmodi. Ein ganz eigenes Spielerlebnis. Ist immer die Frage, freut man sich über Tore oder auch nicht? Denn nach einem Treffer verliert man ja einen Spieler. Und das stellt die Teams natürlich vor große Herausforderungen. Nach einem Treffer. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Der muss doch drin sein. Da packt er seine ganze Technik aus und macht ein absolutes Traumtor. Also viel schöner geht's ja. Das war perfekt. Das ist ja unglaublich, wie der mit dem Ball umgehen kann. Jetzt muss ein Spieler runter. Ich weiß nicht, von denen oder von ihm. Mit einem Rainbow Flick setzt er sich da durch. Und dann auch noch der Abschluss oben drauf. Fantastisch. So, das erste Tor, ganz klar. Jetzt muss einer raus. Hast du nicht gehört? Da lässt er den Gegner aussteigen. Wird's jetzt gefährlich. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Geht nicht, wenn er irgendein Depp da irgendwo mal rumläuft. Guck mal hier. Gut gespielt. Ball geht ich nach außen. Alles? Niemand kommt an den Ball. Ich kann alles. Es geht mit Abschluss weiter. Den blöden Ball anspielen. Alter, ich laufe weg ist der Ball. Frei, da kommt der Pass. Klasse gespielt. Die Riesenchance. Der ist drin. Weil du zu blöd bist. Alter. Nee, jetzt mache ich aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, mache ich auch.